5-mal so groß wie die internationale Raumstation. So groß soll das LIFE 3.0 Modul werden, das Sierra Space in Planung hat. Dabei soll die Station nicht über Jahre mit Dutzenden Raketen ins All gebracht werden, sondern mit nur einer einzigen Mission. Das Besondere dabei ist, dass die Sierra Space Raumstation Module aufblasbar sind. Ähnlich wie Bigelow Aerospace es vorhatte, bevor sie von der Bildfläche verschwanden. Sierra Space wirst du vermutlich eher im Zusammenhang mit dem Dream Chaser kennen, aber sie planen neben einigen anderen coolen Projekten auch Raumstationen zu bauen. Wie diese beiden Sparten zusammenpassen, schauen wir uns jetzt an. Wir werfen auch einen schnellen Blick auf die Starlab Raumstation, die Voyager Space in Zusammenarbeit mit Airbus plant. Aktuell arbeitet Sierra Space daran, ihren ersten Dream Chaser in die Erdumlaufbahn bzw. zur internationalen Raumstation zu bringen. Dafür befindet sich der Dream Chaser mit dem Namen Tenacity, also Beharrlichkeit, gerade in der Armstrong In-Space Propulsion Anlage der NASA in Ohio. Dort wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren getestet, bevor es frühestens im Juni 2024 mit der zweiten Vulcan Centaur Rakete aus dem Hause United Launch Alliance zur internationalen Raumstation geschickt wird. Inzwischen hat Sierra Space mit dem Bau des zweiten Dream Chasers mit dem Namen Reverence, also Ehrfurcht oder Respekt, samt Servicemodul begonnen. Über den Dream Chaser, seine Cousins und warum Weltraumflugzeuge bzw. Weltraumgleiter ein Comeback hinlegen, habe ich bereits ein detailliertes Video produziert. Das kann ich dir sehr ans Herz legen, wenn du tiefer in diese Materie einsteigen willst. Für jetzt reicht es, Folgendes zu wissen. Dream Chaser ist ein Raumfrachter, der zunächst Cargo zur internationalen Raumstation bringen wird. Die Idee ist, dass sie senkrecht auf einer Rakete startet und mit Hilfe seiner Tragflächen horizontal auf einer Landebahn landet. Ursprünglich war es als Crewtransporter angedacht. Die Kernaufgabe des Dream Chasers liegt jedoch nicht darin, die ISS zu versorgen, sondern in weiterer Folge eine ganze Reihe von kommerziellen Raumstationen im Orbit anzufliegen. Dazu gehört auch Orbital Reef, die Raumstation, die Sierra Space und Blue Origin Ende 2021 angekündigt haben. Auch dazu habe ich bereits ein eigenes Video produziert. Findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Bevor wir nun weiter in diese Raumstationen einsteigen, möchte ich noch ganz kurz beim Dream Chaser bleiben. Es wirkt bei oberflächlicher Betrachtung, als ob dieser Raumgleiter ein vollständig wiederverwendbares System ist. Der Eindruck täuscht aber, denn das Servicemodul und der Docking Adapter sind ein Extramodul. Dieses Extramodul wird Shooting Star, also Sternschnuppe genannt. Und der Name ist Programm. Nach jeder Mission entsteht eine Sternschnuppe, wenn dieses Servicemodul abgeworfen wird und in der Erdatmosphäre verglüht. Es muss doch möglich sein, ein System zu entwickeln, bei dem nicht bei jeder Verwendung der halbe Warenwert vernichtet wird. Schließlich schreiben wir schon das Jahr 2024 und irgendwann sollten wir versuchen, nachhaltiger zu werden in der Raumfahrt. Vielleicht ist das eine schwere Unterstellung, aber so lässt sich nun einmal kurz- bis mittelfristig mehr Geld verdienen, als wenn man ein System nur ein einziges Mal bauen muss. Du fragst dich jetzt vermutlich, warum sie nicht längerfristiger denken. Hier ist meine Interpretation. Sierra Space ist eine Tochter der Sierra Nevada Corporation, die seit Jahrzehnten Teil des militärisch-industriellen Komplexes der USA ist, also Old Space. Alte Gewohnheiten lassen sich nun mal nicht so leicht ablegen. Vielleicht ist diese Erklärung simplistisch, ergibt für mich aber durchaus Sinn. Liege ich da voll daneben oder ist da etwas dran? Was ist deine Vermutung? Schreib mir deine Gedanken dazu in die Kommentare bitte. Während wir uns hier mit der Wiederverwendbarkeit und Effizienz des Dream Chasers befassen, ist es wichtig, auch über die Infrastruktur nachzudenken, die er unterstützt. Sierra Space baut nicht nur Raumfrachter, sondern auch Raumstationen, die die nächste Ära der Weltraumforschung und Nutzung ermöglichen sollen. Hier kommen die LIFE-Raumstation-Module von Sierra Space, Orbital Reef, Starlab und andere kommerzielle Raumstationen der Zukunft ins Spiel. Während der Dream Chaser für die Versorgung der ISS nur eine marginale Rolle spielt bzw. spielen wird, ist er für die eben genannten Stationen von zentraler Bedeutung. Ganz besonders für Orbital Reef. Anfang 2024 hat Sierra Space einen sogenannten Burst-Test ihres aufblasbaren Moduls durchgeführt. Dabei wurde das Modul so weit bedrückt, bis es wie ein Luftballon geplatzt ist. Solche Tests sind nicht ungewöhnlich.
Das haben wir allein in den letzten 2 Jahren von einigen Unternehmen gesehen, darunter die RFA, SpaceX und einige andere. Wie du dir jetzt sicher vorstellen kannst, werden solche Tests gemacht, um die Belastungsgrenzen auszuloten. Normalerweise ist der Druck im regulären Betrieb aber weit weg von den Drücken, die bei solchen Tests herrschen. Nur zur Klarstellung und damit keine Missverständnisse entstehen. Während Orbital Reef die gesamte Raumstation bezeichnet, die das Joint Venture aus Sierra Space und Blue Origin plant, sind diese aufblasbaren Module nur das, nämlich einzelne Module, die Teil dieser Station sein werden. Größere Module, die in weiterer Folge entstehen sollen, werden ausreichend Platz bieten, dass sie als eigenständige Stationen dienen könnten. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, welche Größen geplant sind. Nur als Referenz für dich, die internationale Raumstation ISS bietet etwa 1200 Kubikmeter Raum und besteht aus 16 bedrückten Modulen, die über eine Dekade und rund 40 Missionen erforderten. Sierra Space nennt ihre Module LIFE 1.0, 2.0 und 3.0. LIFE 1.0, das kleinste Modul, bietet mit 285 Kubikmeter etwa ein Viertel des Raumes der ISS. Unaufgeblasen passt es in die Nutzlastverkleidung der meisten Schwerlastraketen der kommenden Dekade, also Vulcan Centaur, Ariane 6, New Glenn oder Starship. Bedrückt hat das Modul einen Durchmesser von 9 Meter und eine Länge von 6 Meter. Da Starship selbst einen Durchmesser von 9 Meter hat, ist es im aufgeblasenen Zustand zu groß dafür. Damit eine Nutzlast hineinpasst, muss sie natürlich kleiner sein als 9 Meter. An dieser Stelle muss ich noch anmerken, dass es auch schon einige Gedankenspiele gibt, die Starships als Raumstationen nutzen wollen. Der Frachtraum der aktuellen Versionen bietet einen Raum von etwa 1000 Kubikmeter. Spätere Versionen werden wahrscheinlich sogar mehr Platz bieten. Aber kommen wir zurück zu den Sierra Space Plänen. Die 1er-Linie soll dann weiterentwickelt werden. Während der Durchmesser gleich bleibt, soll sie in der Länge wachsen und 12 Meter lang werden und mit über 600 Kubikmeter etwa die Hälfte des Raumes der ISS bieten. Ich konnte aber nicht herausfinden, wie lang das Modul unaufgeblasen ist. Aber jetzt wird es erst richtig spannend. LIFE 2.0 soll 2345 Kubikmeter Raum bieten. Das ist schon das Doppelte der ISS in nur einem einzigen Modul. Voll aufgeblasen hat es einen Durchmesser von 15 und eine Länge von 16,2 Meter. Um dieses Modul allerdings zu starten, wird ein 7 Meter Fairing notwendig sein. Also kommen hier nur mehr Blue Origins New Glenn und SpaceX's Starship in Frage. Das größte Modul, das Sierra Space plant, heißt LIFE 3.0 und ist einfach gigantisch. Es bietet mit 5378 Kubikmeter so viel Raum wie 2 olympische Schwimmbecken. Darin kann man schon einiges machen. Hier steigt sogar die Rakete des Sierra Space Partners New Glenn aus, denn dafür ist eine Fairing von 8 Meter notwendig. Keine andere Rakete am Horizont hat eine derartige Nutzlastbucht. Höchstens irgendetwas Chinesisches, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass China ihre Raketen am Weltmarkt anbieten wird. Aber bleiben wir mal bei den Raumstationen. LIFE 3.0 hat einen Durchmesser von 19 und eine Länge von 22 Meter. Das ist das Äquivalent eines 6-stöckigen Gebäudes, bei dem jedes Stockwerk 3,5 Meter hoch ist. Stell dir mal vor, was solche Stationen in den kommenden Jahren ermöglichen könnten. Was in meinen Augen das Coolste an dieser Sache ist, ist, dass diese Module mit nur einem einzigen Start in die Erdumlaufbahn gebracht werden können. Aus heutiger Sicht ist das noch unfassbar und Menschen außerhalb der Space Bubble sind oft verleitet, die Sinnhaftigkeit solcher Stationen und Aktivitäten in Frage zu stellen. Ist zwar nicht das heutige Thema, aber in aller Kürze gesagt werden solche Stationen dazu dienen, zu forschen und das Leben auf der Erde besser zu machen. Einige Bereiche sind die Medizin, Energieversorgung, Umweltschutz und die Erforschung des Universums. Die Vorteile sind zahlreich und reichen weit über das hinaus, was wir uns derzeit vorstellen können. Eine weitere Station, die sehr gute Chancen hat, noch diese Dekade in Betrieb zu gehen, ist Starlab, die aus einem Joint Venture zwischen Voyager Space und Airbus entsteht. Als Basis dafür wird die A-Loop-Station hergenommen, die vom Wiener Weltraumarchitekturbüro Liquifer designt wurde. Was ich sehr interessant finde, ist, dass das US-Unternehmen Voyager Space kein Joint Venture mit Boeing, sondern mit dem europäischen Airbus eingegangen ist. Insbesondere im Hinblick auf die protektionistische Position der USA im Weltraumsektor spricht dieser Schachzug Bände. Ich schätze, sie wollen, dass ihre Station funktioniert.
Starlab ist 8 Meter hoch und im Durchmesser. Das heißt, dass die Station etwas mehr als 400 Kubikmeter Raum bietet. Starlab ist auch modular gestaltet, sodass man mehrere solcher Stationen aneinander hängen kann. 3 Starlabs sind schon so groß wie die gesamte ISS. Und Starlab basiert auch darauf, dass Starship irgendwann in den nächsten Jahren den Betrieb aufnimmt. Denn mit seiner festen Außenhülle benötigt es eine Nutzlastbucht mit einem Durchmesser von 9 Meter. Zukünftige Versionen von Starship könnten eventuell sogar 3 solche Starlabs auf einmal hochschießen. Wir werden Starlab nur bis hierher behandeln, weil ich diese Station schon ganz im Detail in einem eigenen Video behandelt habe. Das findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder, Patrons und alle, die Mars-Chroniken unterstützen. Eure Unterstützung ermöglicht es mir, diese Videos für euch zu produzieren. Wenn auch du Mars-Chroniken unterstützen möchtest, damit wir weiter wachsen und gedeihen können, findest du alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Mein Name ist Zirwan und das war Mars-Chroniken. Danke fürs Einschalten. Per aspera ad astra.